Und ja, zum Glück haben solche Kopfgeldaufträge keinerlei Auswirkungen auf die unser Verhältnis mit den jeweiligen Fraktionen. Ja, sein Schiff ist uns auch sehr ähnlich. Wollt ihr da oben nicht mal mithelfen? Ist wahrscheinlich fast nicht nötig. Wahrscheinlich, weil da oben fast niemand war. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass die Leute von selber auch die Waffen wechseln, die KI gesteuerten. So, es ist nur noch der im Phasenkäfig und der valianische Kämpfer übrig. So. Das war's mal wieder. Zwei Moral. Wieder jede Menge Beute. Alles nehmen und fortfahren. Weil wir werden auch in der Vampirkrypta und in dem Bestien des Winters, in dem Gletscher da, genug Beute machen, dass wir dann wieder verkaufen können. Aber wie gesagt, ich will erstmal die drei Kopfgeldaufträge machen. So, Borunga war der letzte, nicht wahr? Ja. Und vielleicht machen wir dadurch auch genug Geld, um unser Segel zu upgraden. So, vielleicht schaffen wir es, Borunga hier den Weg abzuschneiden. Borunga hat auf jeden Fall eine Down, nur okay. Sieht größer aus als unser Schiff ist, aber ist nur eine Dau. Gut. Ja, diejenigen, die sich dann für einen zweiten Playthrough interessieren, können wir ja irgendwann mal in irgendeines der Videos, also der Pillars of Eternity 2 Videos, schreiben, was ihr meint. Sollen wir eine Down nehmen beim nächsten Playthrough oder sollen wir die bei der Schabluppe bleiben? Ich würde nämlich eins der beiden Schiffe bevorzugen. Gott, ist das eine Massenkeilerei? So, einfach mal die Reihenfolge richtig machen von unseren Gruppenmitgliedern. Okay, bei der Massenkeilerei, dann deckt das wirklich ziemlich stark. So. Oh, nur ein. Aber ja. Hagrim und Baltia haben einen Rang erhalten. Alles nehmen und fortfahren.
Yay. Gut. Wir haben alle drei Kopfgeldaufträge jetzt gemacht. Also da müssen wir zurückkehren, da müssen wir zurückkehren und da müssen wir zurückkehren. Karte. Jetzt ist aber erstmal das zersplitterte Riff dran. Keulenheim, ja. Wir sind gerade an Keulenheim vorbeigefahren. So, wir sollten gleich ankommen. Yay. Also, ab ins zersplitterte Riff. Ja, und in die vom Meer gepeitschte Krypta erstmal, bevor wir den leuchtenden Vorsprung überhaupt erreichen können. So, hier dürfen wir uns wieder mit Vampiren und anderen untoten Gesindel anlegen. Vampire sind immer wieder schön. Hoffentlich wirkt Alofs Bogen bei denen. Ishii, quiet time. Stimmt unsere Formation eigentlich noch? Ja, stimmt noch. Gut. Ja, das ist ein Vampir, aber nur einer. No mercy. Okay. Hier ist jetzt die wilde Luzid los. Es ist ein bisschen unschön, wenn das Spiel crasht. So, da sind wir auch schon wieder, nachdem mir gerade mal wieder das Spiel abgestürzt ist. Aber diesmal mit einem Crash Report. Oh, hier liegt was. At once. Also was, versuchen wir mal, den anzulocken, ohne gleich den Rest anzulocken. Wenn da der Rest kommt. Dann versuchen wir. Au. Da so die wieder umgehauen. Und die Hälfte der Gruppe ist gefiert, das ist auch nicht gut. Okay, die sind etwas. Oh, das war jetzt der Quick Save, den ich geladen habe. Keine Ahnung, wo der war. Ich wollte den Autosave laden.
Ach hey, wo sind wir hier denn? Kohopas Reißzahn, nee, das ist eine Weile her. Lad mir das da bitte. Ah. Wir werden ja durch die Vampire durchkommen. So, Adolf, gleich mal den Bogen. Ja, mehrere starke Inspirationen, die da ein bisschen helfen. Hier oben sind Waffenmeister, das ist nicht so schlimm. Da ist ein Vampir, wahrscheinlich ein Zaubernder. Der kommt jetzt auch hier runter gestürmt, okay. Adolf Steinhaut. Xoti. Hey, watch it with that. Right between the Phantom, Vampir, Vampir. Und dort sind die Schützen. Okay, an die Schützen komme ich nicht wirklich ran. Ja, ohne Alof ist schlecht. Kann ich mir das Schwarzpulver, was da hinten liegt, zunutze machen? Das ist die großartige Frage. So, alle Mann zaubern. Habe ich eigentlich hier irgendwas? Du bist Maya, du bist nicht Idea. Du bist Idea. Das war nicht so gut, dass ich die falsche Person vorgeschickt habe.
Ja, das ist mal wieder einer der schwierigen Kämpfe. Ich bin froh, dass ich auf Normal spiele. Auf Schwer wäre der noch schwieriger. Vor allem, wenn ich so blöde Fehler wie jetzt gerade eben mache. Stand together!